Hallo liebe Freunde, jetzt willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fever 2 hier bei Heisenberg. Zack, jetzt muss ich doch mal sagen, ja, wie ich mich jetzt wieder aufs Aufnehmen gefreut habe. Mache ich eigentlich immer, weil ich das Spiel halt liebe. Aber irgendwie jetzt ist halt eine neue Map und so, 10.000 neue Ideen und alles Mögliche. Einfach nur schön. Gut, jetzt wir haben einen Zug nach Los Angeles da hinten. Jetzt haben wir aber gesagt, wir würden gerne der Lebensmittelfabrik hier nochmal ein bisschen Getreide gönnen. Jetzt muss ich aber noch was gucken. Jemand hat nämlich geschrieben, also ich kann es fast nicht glauben, das stimmt wahrscheinlich auch nicht, das wurde wahrscheinlich falsch beobachtet. Ja, das sehe ich jetzt schon, dass hier die falschen Wagen dran sind, dass im Prinzip Getreide liefern nach da oben nach Zermatt. Das kann nicht sein, weil hier haben wir Lebensmittel. Das hätten wir sonst gar nicht. Also diese Wagen, die sind halt multifunktionsfähig, die können Getreide liefern bzw. transportieren. Sie können aber auch Lebensmittel halt transportieren. Kommt der nicht eh gerade? Doch. Ist er das? Ja, das ist er. Hier mit den Zuckerwagen. Wir können ganz schnell gucken, einfach damit ich das kurz erklärt habe. Für Leute, die vielleicht auch nicht jeden Tag gucken oder selber spielen. Wenn wir hier die Zuckerwagen haben, beziehungsweise wir sind ja hier sogar auf Lebensmittel gegangen. Dann sind hier die Zuckerwagen und die transportieren Getreide und Lebensmittel. Also das funktioniert schon. Die nehmen dann hier am Bahnhof das mit, was halt rumliegt. In unserem Fall 28 Brötchen. Also das funktioniert schon. Gut, Getreide hier hin. Ein Gleis haben wir ja noch. Ja, da haben wir mit zwei Gleisen das Ganze gemacht. Da könnten wir hier raus und irgendwie an dem Ding vorbei. Und dann würde ich aber, ja, eigentlich war ja die Idee, dass wir hier in die Gleise reingehen. Das macht für uns keinen Sinn. Dann gehen wir hier nach Los Angeles. Ist sowieso ein Kopfbahnhof, können wir nicht durchfahren. Und dann müssen wir wieder rüber. Also das ist eigentlich dämlich. Das würde ich tatsächlich nicht machen. Sondern dann gibt es hier, ja, ich würde sagen, nochmal eine Brücke. Also fangen wir mal an mit Bauen. Ich möchte dann auch relativ schnell dazu übergehen tatsächlich. Dass wir die Geschichte machen mit den Hubschraubern, die nach Zermatt fliegen und dort den Treibstoff hinbringen. Jetzt fährt der aber ins falsche Gleis rein. Gut, das können wir natürlich ändern. Das wäre einmal hier, beziehungsweise Linie. Und dann in, wo sind wir denn? In Dortmund sind wir, wollen wir in die 2 rein. So, dann haben wir das. Dann können wir hier nämlich dieses Gleis für uns nutzen. Und das machen wir jetzt auch, indem wir hier fröhlich raus zwitschern. Aha, da kommen wir hier noch ein bisschen unter die Brücke. Ja, ist ja gar nicht schlecht. Das machen wir doch. Oder so vielleicht. Hier am Pfeiler vorbei. Das ist mir fast zu eng. Das müssen wir noch ein bisschen so machen. Und dann hier rauf. Und eben, wir wollen halt auf eine Brücke rauf. Geht das so? Kommen wir hier vorbei? Ja, ja. Da kommen wir locker vorbei. So, irgendwie straight ahead diesen hier. Nicht auf die Brücke rauf. Das muss nicht sein. Machen wir mal mit N. Geht nicht. Wie kommt er denn jetzt drauf? Ja, ich sehe es. Ich weiß, wie er drauf kommt. Das ist tatsächlich zu wenig hoch hier. Da kommen wir mit unserem Gleis gar nicht unten durch. Das funktioniert nicht. Okay, dann kann ich das aber auch wieder abreißen. Ich sage immer so schön, bauen ist auch abreißen, weil... Ja, weil es halt so ist. Man muss halt immer wieder korrigieren. Ja, so geht's. So kommen wir dran vorbei. Der Pfeiler wird... Ja, wird nicht zum Problem. Ich wollte gerade sagen, der wird eh versetzt. Aber dem... Oder beziehungsweise... Dem ist nicht so, das tut nicht Not, sagen wir es so. Ja, machen wir mal diesen. Und dann gehen wir hier mit einer Brücke rüber. Und zwar, ich würde ganz gerne wirklich die Brücke nur über dem Gleis haben. Und ansonsten einen Damm. Wir gucken mal, wie es aussieht. Passt das so? Müsste. Was für eine Brücke? Nicht die blaue Bogenbrücke. Da würde ich irgendwie was Schweres, Güterzugiges. Sowas. Aber da haben wir dann wieder die Pfeiler nicht. Da müssen wir die... Ah doch, da ist ja ein Pfeiler. Doch, doch, das passt doch. Ist das irgendwie... Moment, ich mach mal M. Ne, ich mach mal N. Irgendwie wirkt es nicht gerade. Jetzt wirkt es gerade. Da musste ich nochmal korrigieren. Aber jetzt haben wir es natürlich eben so, wie ich es nicht will. Weil ich möchte ja einen Damm haben. Das heißt, ich muss das irgendwie ein bisschen kürzer bauen. Moment, wir machen es ganz kürzer. Ich habe eine genaue Vorstellung, wie das aussehen soll. Das wäre so. Dann dieses grüne Teil hier. Warten wir es. Du warst das, glaube ich. Ja. Doch, geht. Mit der Oberleitung ist okay. Also, das bauen wir mal so. Und jetzt der Weg dahin. Steigung zu groß. Im Ernst jetzt? Dieses bisschen, was wir hier haben, da ist die Steigung dann zu groß. Okay, passen wir dieses Stück nochmal an. Schon mal mit Höhe. Und jetzt sollte doch hier dann nichts... zu groß sein. Ist auch nicht. Man sieht jetzt, hier haben wir einen relativ großen Bogen. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, hier ein Damm. Sieht cool aus. Jawohl. Jawohl, das sieht irgendwie geschäftiger aus. Das sieht irgendwie, ich weiß nicht, kann ich nicht erklären. Ihr wisst, wie ich meine.
Ja, halt einfach. Ja, mir gefällt's. Statt einer Brücke, die ewig lang ist, machen wir's so. Zack, haben wir den. Dann geht das hier hoch. Wenn ich darf, geht das hier doch tatsächlich wieder runter. Und zwar so. Dann haben wir hier eine Aufschüttung. Das ist auch in Ordnung. Stimmt der Kurs? Jawohl, nach da hinten. Können wir auch wieder noch nutzen. Wir haben zwar da hinten im Moment kein Städtchen, aber guck mal, hier haben wir so viel Platz. Also es wäre ja bekloppt, das nicht zu nutzen. Hier zum Beispiel ein Weißwasser an den See ran. Dann haben wir noch unser Heisenberg City, das wir irgendwann noch setzen. Also Platz haben wir genug. Und von daher sind natürlich diese Gleise tatsächlich je nachdem dann auch für weitere Züge interessant. Jetzt haben wir hier nochmal eine Brücke. Machen wir nochmal was Schweres, Güterzugiges, sowas in der Richtung. Ja, sieht doch okay aus. Man hätte natürlich jetzt auch irgendwie aufschütten können. Ich würde hier nochmal die Brücke machen. Jetzt haben wir es aber die ganze Zeit nur eingleisig. Stelle ich gerade fest, das müssen wir uns auch noch schnell ansehen. Irgendwie nach da hinten, da ist der Bauernhof. Machen wir es mal bis hier hin. Dann setzen wir dort den Bahnhof hin und dann wissen wir, wo wir hin müssen. Gut, allora. Zweigleisig haben wir gesagt. Das machen wir doch glatt so, wenn es irgendwie geht. Die Krümmung zu groß. Jetzt weiß ich wieder, was ich noch aktivieren wollte. Moment, aber so geht's. Richtig, dieses trotzdem bauen Ding. Ja, das mache ich noch. Ganz klar. Das ist halt eine Mod, die fällt mir immer dann ein, wenn ich baue. Und wenn ich dann irgendwie die Mods lade, sitze ich davor und denke, oh, noch eine schöne Lok und noch ein paar Wagen und vielleicht noch ein paar Güterwagen und irgendwie eine neue Brücke und hüdüdü. Ja, und dann geht das dann vergessen mit dem trotzdem bauen. Ist aber auch kein Drama. Wir haben Jahre gespielt ohne diese Mod. Wir werden auch noch ein paar Jahre hinkriegen. Ja, ohne diese Mod. Wird funktionieren. Jetzt haben wir hier noch so eine Aufschüttung. Können wir da nicht? Kommt, lasst uns hier noch ein bisschen was mit Bäumchen machen. Ich wollte gerade sagen, hier ist die Brücke ja gar nicht vorhanden. Ich dachte gerade, da fliegen die Gleise. Dem ist aber nicht so. Habe ich denn die Bäumchen überhaupt irgendwie? Die Bäumchen sind, glaube ich, Standard. Könnte das sein, dass das sogar eine Standard, also Mod ist im Sinn von Urban Games? Wahrscheinlich schon. Also, machen wir mal. Was machen wir denn? Wir machen mal hier irgendwie ein bisschen was hin. Genau, ziehen diesen Wald ein bisschen weiter. Nach da hinten. So, irgendwie so. Und hier machen wir Folgendes. Einfach so. Das ist dann hier noch sozusagen verbunden. Ist schon auch schön, die Herbstmods tatsächlich. Und jetzt, wir bewegen uns natürlich tatsächlich wieder langsam Richtung Winter. Das heißt, diese Map, die werden wir auch mit Schnee sehen. Das ist ganz klar. Sobald es dann halbwegs aktuell wird, das ist logisch. Gut, allora, einen Bahnhof hätten wir hier gerne. Und zwar einen mit einem Gleis. Und mit Gütercharakter. Ja, würde ich halt tatsächlich ihn hier nehmen. Länge 2,40. Wie lang ist der Bahnhof hier vorne? Der ist relativ kurz. 120 Meter, kann das sein? Nee, Moment, machen wir die 160. Ich muss mal drehen, damit ich da irgendwie eine Angabe habe. Ja, 160 hat der. Gut, dann machen wir hier hinten auch einen 160er hin. Das glaube ich am sinnvollsten. Und zwar machen wir dich vielleicht hier oben hin, dass wir mit dem Zug dann nochmal an den Feldern vorbeifahren. Finde ich eine gute Idee. Machen wir mal. Bisschen sanft drehen noch. Zack, passt. Man sieht, hängt dran. Hier, problemlos. Und wir können jetzt mit dem Gleis diesen hier machen. Jetzt habe ich mir wahrscheinlich selber noch irgendwie das Ganze verschwert. Dahingehend, weil hier geht es aufwärts. Nicht, dass wir jetzt massiv in Tunnels reinkommen. Das muss nicht sein. Ich mache es anders. Ich mache das so, dass wir hier wirklich dem Feld entlang folgen. Möglichst nah. Ja, ohne dass wir es eben abreißen, logischerweise. Wäre so. Allerdings, wie sollen wir dann da reinkommen? Herr Heisenberg, echt jetzt. Das funktioniert nicht. Ich gehe erstmal hier raus. Noch Kurve. Das ist die maximale Kurve sozusagen, die wir machen können. Wenn ich dich jetzt mitnehme, ist das irgendwie gerade? Ja. Oh, man sieht. Aha, ich habe doch fast noch vermutet, das geht hier aufwärts. Das müssen wir tatsächlich anders lösen. Das müssen wir irgendwie mit ein bisschen raufkringeln machen. Also straight ahead geht nicht, sonst kommen wir auf eine Killerbrücke rauf, die irgendwie optisch natürlich Käse ist. Ja, irgendwie so. Warum nicht ein Tunnel? Ist doch okay. Gerne was Wildes, weil wir haben hier den Platz, da ist kein anderes Gleis im Weg. Dann hier andocken, da ist die Steigung dann zu groß. Da schreie ich doch schon wieder. Wo ist meine trotzdem Bauen-Mod? Sonst machen wir es halt so. Okay, wenn das hier runter geht. Ich habe meine Zweifel, dass wir hier reinkommen. Ah doch, guck mal, es geht. Dann haben wir hier nichts mehr. Na, das passt doch. Was machen wir hier? Da können wir eigentlich machen, was wir wollen mit dem Gleis. Also ob links oder rechts ist egal.
wir haben da oben ja in dem Sinn nur ein Gleis, dann brauchen wir da auch keine Weiche in dem Sinn, wo wir gerade von dem Sinn haben. Da einmal den hier, dann hier zu zweit oder mit zwei Gleisen durchs Tunnel durch. Jawohl, und dann hier wird das eingleisig ins Gleis rein. Gut, das passt schon. Dann haben wir die Strecke im Prinzip schon. Fehlt noch irgendwie was? Bahnhof haben wir hier oben. Jawohl, der ist ja angeschlossen. Nö, da fehlt eigentlich nichts mehr. Da machen wir die Linie. Also ja, die Signale fehlen noch. Die kriegen wir relativ schnell gewuppt. Einmal hier runter. Gerne hier rein. Da haben wir einiges an Brötchen, wie man sieht. Wir können mal schnell gucken. 61. Ja, müssen die zwei Züge. Ich glaube, zwei Züge haben wir. Das müssen die aber hinkriegen. Gut, allora. Habe ich die Linie? Ich habe die Linie jetzt gemacht. Jawohl, das ist natürlich nicht Linie 1, sondern das ist hier Getreide Dortmund nochmal. Oder Getreide. Im Prinzip ist es Getreide Los Angeles, wenn man es genau nimmt. Aber wir bringen es halt tatsächlich nach Dortmund. Ja, wir machen Dortmund. Und dann machen wir hier aber eine 2. Wobei müssen wir gar nicht, weil wir haben Getreide Dortmund mit LKWs auf der anderen Seite. Hier fährt im Prinzip nur ein Zug rein, beziehungsweise der andere Zug ist ja für die Lebensmittel zuständig, für Zermatt. Ja, dann können wir das doch so machen. Getreide Dortmund. Wir brauchen Signale. Ich habe mal nochmal das eine oder andere geladen. Ich finde aber meine Zwergsignale irgendwie nicht. Weiß jemand, wie die heißen? Eben nicht die SBB-Teile, sondern die anderen Teile. Diese ganz kleinen, die wir immer vor den Depots hatten. Ja, die finde ich irgendwie nicht. Das sind die Tunnelsignale. Das ist in dem Sinn gerade uninteressant. Wir nehmen mal die hier wieder. Die sind da eigentlich immer gut. Moment, wo muss ich denn da hin? Hier. Einmal so. Einmal so. Dann hier einen Block. Ich würde sagen, da machen wir zwei Züge. So. Ja, dann kommt hier auch ein bisschen Getreide tatsächlich auch nochmal nach da vorne. Weil diese Lebensmittelfabrik, die ist ja nicht nur für Zermatt zuständig tatsächlich, sondern für diverse andere Städte auch noch, die eben auch noch Lebensmittel wollen. Ganz klar. So, wo ist Feierabend? Hier oben. So, einmal so, dann hier und dann haben wir hier unten den Block, das passt auch schon. Schnell die Linie kontrollieren, wunderbar zweigleisig, alles andere hätte mich tatsächlich verwundert. Und zwar durchgehend bis hierhin. Gut, das ist auch okay. Wir brauchen einen Zug. Jetzt ist natürlich eben der Fakt, dass hier teilweise noch andere Züge irgendwie, Moment, ich wollte schnell gucken, was hat der für eine Kapazität? 126. Ja, perfekt. Dann bringt er die 70, 71 Brötchen sowieso problemlos weg. Da können wir mal schnell gucken, wie der in den Bahnhof fährt, während wir sinnieren. Nämlich, dass diese Strecke, die wir jetzt gebaut haben, eben auch von anderen Zügen später verwendet wird. Das heißt, wir können jetzt hier nicht irgendwie so einen lahmen Zug raufsetzen. Sondern da würde ich schon etwas Schnelleres nehmen. Dieses Depot hier macht irgendwie für unsere Linie jetzt keinen Sinn. Macht es Sinn, hier nochmal ein Depot hinzustellen? Ich finde schon, das sieht doch je nachdem sogar stark aus. Lass mich mal schnell gucken. Gebäude, Depot. Das wäre das hier. Einmal fröhlich drehen. Und dann irgendwie hier hin. Und dann gucken, dass wir dort in die Gleise reinkommen. Das ist, glaube ich, ein bisschen erhöht. Ich gehe mal ein bisschen runter damit. Nochmal ein bisschen nach vorne. Dann müsste es ungefähr passen. Schauen wir mal. Ja, ist doch in Ordnung. Wenn wir jetzt hier reinfahren, das sieht doch putziger aus. So, jetzt werden wir aber... Ich sehe es jetzt schon kommen. Das können wir gar nicht verwenden, das Depot. Weil ich kriege hier die Kurve nicht hin. Ja, das wäre irgendwie klar. Nee, guck mal, geht. Ach, wie gut ist das denn? Das geht sogar so. Ja, das ist ja hervorragend. Also, dann nehmen wir es. Ich hätte jetzt wetten können, das geht nicht. Wahrscheinlich geht dafür das nicht. Jawohl, da ist die Krümmung zu groß. Da müssen wir mal gucken, wie wir das handhaben. Wird auch irgendwie gehen. So, und dann so ins Gleis rein. Also, wir stellen hier einen Fegzug rauf. Krümmung zu groß. Und zwar konstant Krümmung zu groß. Und da rein kommen ja auch nicht auch Krümmung zu groß. Ja eben, jetzt müssen wir diese eine Mod haben. Gut, da können wir nichts machen. Wenn die Krümmung zu groß ist, ist sie zu groß. Da muss ich wirklich die andere Mod haben. Also, wenn wir die andere Mod haben, mit alles bauen trotzdem, oder trotzdem alles bauen, falls ich dann dieses Gleis vergesse, gerne in die Kommentare schreiben, dann werden wir das natürlich noch machen. Also das auch noch anschließen. Ansonsten, ich finde es nicht so schlimm. Das ist halt ein Depot, wo nur das eine Gleis genutzt wird. Vielleicht steht ja drin eine andere Lokomotive. Das kann ja auch sein. Also, was brauchen wir denn? Wir brauchen, apropos Lokomotive, eine Lokomotive. Und zwar... irgendwas Schönes.
Haben wir irgendwie eine Rangierlok mit Tempo? Die hier, guck mal, die ÖBB 1163. Das sieht doch schon mal nach Güterverkehr aus. Sonst noch was? Stadler Butler, der wird auch noch dazukommen, das ist ganz klar. Ich gucke mal vor allem wegen dem Tempo. Ja, jetzt haben wir doch ein paar Lokomotiven bereits aktiviert. Was ist das hier? 100. Das sind sehr schöne Teile, finde ich. Werden wir sicher auch mal noch nehmen. 52 km ist mir dann doch zu wenig. Da haben wir noch mal ein paar. Ja, die Tannengrünen. Ja, 65 km. Die sind zu langsam. Also, dann würde ich sagen, wir nehmen tatsächlich, wenn ich sie wieder finde, die ÖBB, die hier. Und zwar gedreht hätte ich die gerne. Einmal so. Dann brauchen wir hier Getreide. Jetzt haben wir die Zuckerwagen. Ja, da will ich jetzt nicht nochmal die Zuckerwagen nehmen. Tatsächlich, wo haben wir es denn hier? Cargo. Sondern da nehmen wir für den Getreidetransport so einen offenen Wagen. So einen hier. Oder die hier. Das sieht zwar eher nach Erz aus, finde ich. Da hätten wir noch verschiedene. Allerdings sind wir noch 160 km/h. Gut, macht die Lok natürlich nicht. Kommt, wir nehmen die hier. Ja, die sind doch cool. Zack, 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 zack. 150. Wie lang sind die Bahnhöfe? Ich glaube 160. Müsste eigentlich gehen. Davon wollen wir zwei Stück. Nicht 21. Nein, nein, zwei Stück. Hinzufügen wäre dann Getreide Dortmund. So, jetzt werden wir den Zug, den einen auch wieder drehen. Jetzt fehlt mir hier wieder das Signal. Weil ich eben die Zwergis noch nicht habe. So, einmal so. Oh, Fehlermeldung. Echt jetzt? Kein Weg elektrisch? Wer? Er hier? Das kann doch nicht sein. Hier ist doch überall elektrisch. Hä? Weil ich das Signal gesetzt habe, hat der jetzt irgendwie die Krise gekriegt. Was ist das denn? Wir gucken mal schnell. Weil elektrisch ist das Ganze. Ich kann ja mal schnell den machen. Dann reichen wir ein Gleis. Gleis haben wir hier. Dann bräuchte ich das hier. Le Strom. Wo haben wir es denn? Das müsste doch irgendwo zu sehen sein. Sag mal, jetzt habe ich... Ach, ich sehe es ja eh schon. Doch, wir haben doch. Habe ich ohne Oberleitung? Ne, der fährt. Hä? Ich verstehe gerade nicht, warum der hier so ein Problem hat. Ich nehme den mal. Machen wir den. Machen wir den. Das ist doch die gleiche Lokomotive. Warum hat es die jetzt zerlegt? Weil ich ein Signal gesetzt habe. Ist es denn möglich? Der andere fährt. Der hat kein Problem. Was machen wir denn da? Ich hätte eine Idee, was wir da machen. Nein, ich brauche... Nein, den anderen Zug brauche ich. Bitte schön, der irgendwie hier drin festhängt. Schon wieder den falschen erwischt. Heiliges. Ich bin halt schon gedanklich wieder einen Schritt weiter tatsächlich. Er hier. Fahrzeug verwalten. Klonen. Den verticken wir mal. Ja, dann ist die Fehlermeldung weg. Ja, logischerweise, dann fährt der Zug aus. Der hat sich irgendwie aufgehängt, weil ich hier in dem Moment, wo er rausfahren wollte, ein Signal hingehängt habe. Okay, jetzt habe ich den anderen nicht gedreht. Dann drehen wir den schnell, dann sind die Züge auch ein bisschen auseinander. Das ist ja auch okay, denke ich. Da oben ist wieder der Lebensmittelzug unterwegs. Ja, sieht doch cool aus. Hat ein richtig schöner Güterzug. Gefällt mir. Fahr mal. Fahren wir raus, wo haben wir die Weiche da hinten. Das heißt, er muss erstmal ein paar Meter fahren, bevor wir ihn wieder drehen können. Und dann werden wir natürlich mitfahren. Und dann würde ich sagen, als nächstes, wir haben so viel zu tun, Leute. Ich weiß, wir haben auch die Busse noch nicht in Los Angeles. Und. Das ist ganz klar. Kommt alles. Aber ich möchte als nächstes tatsächlich die Sache eben für Zermatt machen mit den Hubschraubern. Das heißt, wir werden Lebensmittel. Wir werden Treibstoff herstellen. Und das ist ja dann doch eine längere Übung. Weil das ist, ja, die ist nicht komplex, die Herstellung, aber es bedarf halt mehrerer Schritte. Das werden wir uns mal in Ruhe noch ansehen. Jetzt fahren wir aber erstmal in Ruhe. Genau, in den Bahnhof rein und genießen diese Fahrt mit dem Güterzug. Sehr schön. Und hier wird dann natürlich entsprechend mehr Lebensmittel oder werden mehr Lebensmittel hergestellt. Das ist die Grundidee der ganzen Übung. Aber schön hier mit dem anderen Zug, den wir hier noch drin haben. Da könnte man solche hier hinsetzen. Guck mal, das ist doch cool. Ja, das sieht doch nett aus. Dann fahren wir mal so mit. Ist eine komplett neue Strecke. Das ist logisch, dass wir da mitfahren. Da lassen wir uns nicht lumpen. Never. So, auf geht's. Jawohl, Zucker fährt ein. Der bringt jetzt wieder Lebensmittel nach
Zermatt drauf. Ich hätte fast schon wieder Oberböser gesagt. Nein, nach Zermatt drauf geht das. Und wenn wir die Fahrt abgeschlossen haben, wir werden sicher mal gucken, wo wir hier irgendwie so eine Art, wie soll ich sagen, Treibstoffkette machen können. Weil, was brauchen wir denn? Wir brauchen eine Raffinerie, Rohöl, dann machen wir eine Raffinerie, die Öl macht, und aus dem Öl müssen wir dann irgendwie noch den Treibstoff machen. Das sollte alles in der Nähe sein. Oh, guck mal, jetzt fahren aber schon die ersten Züge hier. Wunderbar. Hat natürlich auch damit zu tun, dass ich jetzt tatsächlich ein bisschen mehr wieder haben möchte, also mehr Züge auf den Gleisen. Das heißt, ihr merkt es eh, pro Linie nicht nur ein Zug, sondern auch zwei. Und dafür die Einfädelungen halt nicht mehr so alle drei Meter, das ist ganz klar. Und wenn wir halt Probleme kriegen, irgendwie, ja, das, hallo Hirsch, irgendwie, dass die Züge stehen, weil irgendwie zu viele Züge drauf sind. Ihr wisst, was wir dann machen? Genau, dann werden wir das halt entklüngeln in der Folge. Da freue ich mich eh schon drauf, weil wie gesagt, ich mache das extrem gerne. Das hat so ein bisschen was von, weiß nicht, von Klüngeln? Ja, schon von Klüngeln. Deswegen gefällt es mir halt. Ist halt basteln. Es ist halt irgendwie überlegen, wie ist es besser, was können wir machen. Das macht mir tatsächlich viel Laune. Mir macht halt alles Spaß an Transport 42. Gibt es hier was, was mir keinen Spaß macht oder weniger? Müsste jetzt echt gerade überlegen. Ja, so ein bisschen der Schiffsverkehr, weil er halt irgendwie ist nicht so ergiebig, weil die Schiffe halt, die sind dermaßen langsam in der Regel. Es macht halt keinen großen Sinn, tatsächlich mit den Schiffen mitzufahren und, sagen wir mal so, eine Schiffslinie erstellen ist jetzt halt einfach von A nach B. Da hast du halt weder Signale, noch hast du irgendwie eine Kurve. Aber machen wir natürlich trotzdem, nicht falsch verstehen. Also wir haben hier Wasser, also werden wir das nutzen. Da werden wir irgendwas machen mit Wasser, das ist ganz logisch. So, einmal durch den Wald durch. Wir sind bereits im Prinzip am Ende der Strecke angekommen. Hier könnte man sich noch überlegen, ob wir hier nicht sogar drei Züge raufsetzen. Hängt ein bisschen davon ab, was wir da oben kriegen. Wir haben eine Kapazität von 144, nicht verwirren lassen von diesem Kohlesymbol dort. Das ist ein Platzhalter. Man sieht, die nehmen hier Getreide mit. Weil der Zug oder das Spiel weiß ja noch nicht genau, was wir wollen. Was es hier oben gibt, dann wird er feststellen, hier liegt Getreide rum, dann nimmt er Getreide mit. Und dann ist auch das Zeichen dort natürlich entsprechend anders. So, einmal raufschlängeln zu unserem Bahnhof da oben. Durch schöne Tunnel durch, wobei, was ist an einem Tunnel schön? Ja, geht. Bin ich jetzt eben, ich bin halt eh kein Tunnel-Fan. Man sieht halt die Züge nicht. Aber dass wir halt ab und zu mal eins haben, ist ganz, das ist ganz logisch, ganz klar. So, ihr habt noch geschrieben, das möchte ich mir auch noch ganz schnell ansehen. In Zermatt die Passstraße. Vielleicht eher auf der anderen Seite runter. Das werden wir uns schnell ansehen. Ich werde euch kurz zeigen oder erklären, warum ich das nicht gemacht habe. Finde ich tatsächlich nicht gut und auch nicht schön. So, dann wünsche ich dir gute Fahrt. Ich würde sagen, wir belassen es für den Moment mal bei diesen zwei Zügen, weil ich glaube nicht, dass hier genug Getreide rumliegt. Ja, es geht zwar. Wir sehen es ja gleich. Was nimmt er mit? Ja, doch, immerhin. Ja, 36 Einheiten. Ja, nee, aber ich würde die beiden Züge für den Moment mal so lassen. Aber ist natürlich schön, jetzt kriegen die hier vorne Lebensmittel. Getreide, das heißt, sie werden mehr Lebensmittel herstellen. Wir sind hier bei 102, das geht dann auf 200 bis auf 400. Ja, und 30 Brötchen ist ja auch okay. Gut, also ich zeige schnell. Ihr habt geschrieben, hier hinten mit der Straße runter. Nein, das geht nicht. Das ist so eine irre Steilwand. Also klar geht's, aber guck mal. Also ich behaupte einfach, das sieht käsig aus. Wenn wir hier irgendwie zum Beispiel so lang gehen. Wahrscheinlich stelle ich jetzt gerade fest, doch, das sieht eigentlich gut aus. Das könnte man machen. Ja, dann machen wir es. Aber, ja, wir kommen hier halt auf ihre Brücken rauf. So geht's gar nicht. So wird es gehen. Gut, die Kurve noch aktivieren, könnte auch nicht schaden. Halt, jetzt habe ich die falsche Straße. Das muss ja auch nichts Städtisches sein. Machen wir den hier. So. Ja, und dann, also irgendwann kommen wir hier auf so eine Brücke, auf so eine. Seht ihr das? Die ist mir zu hoch. Ja, oder irgendwie vielleicht dann hier der Kante entlang nach da. Da hätten wir einen Tunnel. Könnten wir auch machen. Sollen wir das noch machen? Wir verziehen ein bisschen den Berg. Ah, wisst ihr was, kommt, das machen wir. Also Tunnelportal so. Was ist jetzt los? Ich wollte gerade sagen, come on. Das war eigentlich gar nicht schlecht. Ja, nur, das kriegen wir nochmal hin. Ja, wieso? Dann sind wir halt da im Tunnel drin.
Haben wir mal. Und da kommen wir hier unten raus. Da gibt es nicht mal eine Brücke. Ja, aber eben. Wisst ihr, was natürlich das Problem ist? Ja, wir sehen ja die Fahrzeuge nie. Also das ist halt tatsächlich... Ja, die schnellere Strecke, aber sicher nicht die schönere. Also jetzt kommen wir hier auch tatsächlich nach Zermatt drauf. Aber ich finde die hier hinten interessanter. Die uns hier halt über Stock und Stein führt. Guck mal, wird auch genutzt vom Privatverkehr. Ja, und wir werden hier noch Postautos machen. Das haben wir gesagt, das ist ganz klar. Gut, was wir jetzt machen, wir gucken wegen Treibstoff. Wenn wir das mit dem Hubschrauber machen, ist eigentlich egal, wo das ist. Also das muss nicht in dieser Ecke sein, hier für Zermatt. Das kann auch ganz woanders sein. Treibstoff. Seht ihr gerade irgendwo so ein Ölfass oder so? Da oben ist eins. Wir können natürlich auch Fabriken setzen. Ich habe den Sandkastenmodus aktiviert, glaube ich. Jawohl. Sehr gut. Da würde ich vielleicht sogar dazu neigen, dass wir das irgendwie setzen, das Ganze. Also hier ist Öl. Dann wäre hier... Ja, guck mal, nee, da haben wir das Kreuz. Hier ist Öl. Mit dem Öl hier hin, da wird... also mit dem Rohöl hier hin. Daraus wird dann tatsächlich Öl gemacht. Das geht hier hin und daraus wird dann Treibstoff gemacht. Und dann müssten wir von hier mit dem Hubschrauber hier rauf. Das kriegen wir hin. Ja, dann gehen wir das doch glatt mal an. Sehr schön, ich freue mich. Also das gäbe hier... Ja, das gibt einen Zug. Ganz klar. Das gäbe hier tatsächlich einen Bahnhof. Ja, ein Güterbahnhof halt logischerweise wieder. Habe ich diese Kesseldingens eigentlich gemacht? Installiert? Ne, wir haben doch noch so Kessel... Güterbahnhof-Sachen. Die hätten hier natürlich gepasst. Haben wir aber nicht. Gut, dann machen wir hier was ganz Einfaches. Ein Gleis. Jetzt machen wir aber ein bisschen das Ganze länger. Ich möchte hier auch mal ein paar längere Züge haben. Mit den 240. Einmal drehen. Einmal hier andocken. Dann passt das bereits. Und wir düsen. Wo düsen wir denn hin? Nach hier hinten. Hier müssen wir mit dem Rohöl hin. Und dann müssen wir mit dem Öl nach da. Da könnte man tatsächlich das Ganze auch nochmal mit LKWs machen. Was meint ihr? Dass wir hier auch nicht nur Züge haben, sondern tatsächlich auch LKWs hier rumfahren. Wir machen erstmal die Zuglinie, würde ich vorschlagen. Es geht halt um die Gleise, wobei ich kann ja einfach schon mal zwei machen. Wir sehen ja dann, ob wir sie brauchen oder nicht. Das ist ja dann kein Ding. So, irgendwie hier parallel zur Straße fände ich schon mal relativ schick. Dann haben wir dort halt schon den ersten Bahnübergang. Das ist ja egal. So, das dockt noch nicht an, das ist ganz klar. Wir brauchen hier nochmal ein kleines Sträßchen. Dann dockt es an. Ja, da sehen wir es schon. Wunderbar. Gleis mitnehmen. Halt, das ist ein Bahnhof. Den brauchen wir gerade nicht mehr. Und dann hier in den... Direkt in den Bahnübergang rein. Nicht abstürzen. Da hatten wir ja schon mal Probleme. In der letzten Staffel. Da sehen wir diese Straße. Ich weiß nicht, was die Straße? Also irgendeine Straße wollte halt unsere Bahnübergänge nicht. Ich kann ja auch nicht schön andocken. Jetzt geht's. Mit einer Kurve. Wo wollen wir denn hin? Moment, ich drehe es mal. Da wollen wir hin. Ist ja von der Ausrichtung her nicht komplett falsch. Machen wir das doch so. Wir können ja mal schnell... Jetzt kann ich doch hier eigentlich... Genau, wenn ich da noch nicht geklickt habe, können wir uns nämlich in Ruhe einen Bahnübergang aussuchen. Das sieht doch irgendwie knuffig aus. Das sieht eigentlich alles knuffig aus. Was haben wir hier denn noch? Das finde ich ganz cool. Machen wir. Dankeschön. So, hier wieder raus. Wunderbar. Zweigleisig machen wir das auch. Aber das gibt eine relativ schnell gemachte, einfache Strecke. Ihr seht es eh schon. Von daher kann ich das zweite Gleis dann auch später noch mitnehmen. So, hier hätte ich nochmal gerne einen Bahnübergang, bitteschön. Da machen wir auch gleich wieder was Spezielles, wenn wir das schon so jetzt haben. Land Road. Jawohl. Sehr schön. Und hier fahren dann die Kesselwagen durch. Leute, die mich kennen, wissen eh, er macht das nicht nur wegen den Hubschraubern, sondern er möchte relativ schnell halt schon die Kesselwagen haben. Das ist absolut richtig. So, zweigleisig wird es hier ab dem Bereich. Im Moment hängt das dran. Das ist ja schon nicht unwichtig. Irgendwie sollte man die Gleise schon zusammenhängend haben. Die Züge kriegen sonst ein leichtes Problem, wenn sie hier fahren sollen. So, einmal so. Einmal hier rüber, auch schon okay. Dann ist da oben der Bahnhof, da gehen wir hier so raus. Und da rein. Wir machen die Signale hin. Mal gucken, funktioniert das? Jawohl, richtige Seite. Allerdings, ja, jetzt habe ich genau das gesagt, was ich vorgesagt habe. Nämlich, es wäre von Vorteil, wenn die Gleise irgendwie verbunden wären. Dann machen wir das da auch noch.
Und zwar zack so, Signal, einmal hier, einmal zack hier vor dem Bahnübergang, einmal hier, dann hier einen ersten Block. Ich würde sagen, das ist auch eine Strecke, wo wir tatsächlich irgendwie zwei Züge nehmen können. Erst ein Feierabend, dann ist das fast zu nah. Das nehme ich nochmal weg. Wo haben wir das andere Ding? Ja, ist ja weit weg. Machen wir hier das Blöcklein und dann ist da vorne fertig. Sehr gut. Hätten wir das schon? Das ging jetzt schnell. Neue Linie. Von hier, von diesem Güterbahnhof hier rauf. In diesen Güterbahnhof rein. Und das wäre dann Rohöl. Mit dem Zug. Da steht auch nicht LKW deswegen. Grafrad. Grafrad. Machen wir das mal hier rein. Rohöl, Grafrad. Sehr gut. Ein Depot. Ich denke, es wäre nicht schlecht, wenn wir hier ein Depot hätten. Falls wir dann doch die Strecke hier mit dem Zug machen. Das könnte man natürlich zum Beispiel mit einer Köf schön machen. Oder mit einem Krokodil. Wisst ihr was? Das ist gebongt. Wobei, wir können auch diese Strecke mit dem Krokodil machen. Ich würde die Strecke mit dem Krokodil. Ist ja eine kurze. Oh, sehr cool. Krokodil mit Kesselwagen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Und dann von hier nach da. Das machen wir mit einer Köf oder sonst irgendwie. So einer ähnlichen Lokomotive. Jetzt das Depot. Ja, dann machen wir das Depot hier hin. Dann brauchen wir es ja für beide Linien dann. Wie machen wir das, dass wir es für beide Linien brauchen können? Wir schauen mal. Gebäude ist da hilfreich. Depot ist hilfreich. Das ist aber nicht das Depot. Das ist das Depot. Wir nehmen mal das hier. Das haben wir schon lange nicht mehr genommen. Beziehungsweise in der Staffel noch gar nicht. Ja, das geht irgendwie. Das ist nicht so meine Farbe. Ja, schöner. Gehen wir hier hin. Und dann da vorne ins Gleis rein. Einmal drehen. Jawohl, hier möglichst nah ran. Das müsste theoretisch bereits funktionieren. Wir schnappen uns ein Gleis. Ja, da ist halt genau die Weiche. Wie sieht es denn aus, wenn wir es so machen? Da ist irgendwas im Weg. Wer ist denn da im Weg? Bau nicht möglich. Moment, ganz langsam. Doch, es geht. Jawohl, wunderbar. Einmal da rein. Und dann hätten wir hier gerne nochmal eine Weiche. Einmal hier rein. Und jetzt in der Mangelung der Zwergis nehme ich halt so ein Signal. Machen wir dann künftig, sobald ich weiß. Das sage ich gerne nochmal, falls jemand weiß, wie die Zwergsignale heißen, die wir hier für die Depots jeweils genutzt haben. Da wäre ich natürlich dankbar, wenn ihr das kundtun könntet. Jetzt haben wir hier noch ein weiteres Gleis. Das war so gar nicht geplant. Ich schnapp mir das mal. Gerne irgendwie so mit alten Dingen. Und dann gehen wir doch hier nochmal rein. So, dann ist das angebunden, das Ganze. Und hier ist halt tatsächlich der Prellbock. Da könnte man eine Fegelok raufstellen. Da müsste ich mal gucken, ob ich die schon aktiviert habe. Gut, liebe Freunde, wir sind völlig über die Zeit. Macht aber nichts, ist Transportfieber 2, da ist mir die Zeit egal. Ich danke euch fürs Zusehen. Morgen geht es hier weiter. Jetzt müssen wir hier das Gebiet kurz verlassen. Wir müssen irgendwo hin, wo wir Züge haben. Zum Beispiel hier hinten hin. Da haben wir die BR-103 tatsächlich. Danke euch fürs Zusehen. Und dann hoffe ich, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.